Mach dieses Ungetüm platt! Was für ein Ungetüm! Das ist das Monster! Ich mache jetzt eine Stampferattacke! Nein! Katztastisch! Begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons! Hier auf... Katze! Es kann weitergehen und zwar geht es heute in die Feuerschmiede. Mal gucken, was uns da so erwartet, außer Feuer. In der feurigen Schmiede lässt der Erzilliger grauenhafte Maschinen bauen, welche die Dörfer der Oberwelt verwüsten. Das muss aufhören. Schlage mit ganzer Stärke zu und mache diese Schmiede dem Erdboden gleich. Oh, grauenhafte Maschinen werden hier gebaut. Und jetzt müssen wir in die Schmiede gelangen. Und die Maschinen zerstören. Okay, mal gucken, ob uns das gelingt. Wir sind wieder gut ausgestattet. Ja, wobei hier sieht es gar nicht feurig aus, sondern mehr so eisig. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir jetzt hier starten müssen. Echt komisch. Und da kommen die ersten Gegner, mit denen wir unsere Erfahrungen ja schon gesammelt haben. Hier, die Zombies. Ja, richtig nervig. Die hören nie auf, uns zu verfolgen. Also auf jeden Fall, mein Polarfuchs und dein Huhn ist auch wieder am Start. Richtig. Ohne unsere Freunde geht hier auch gar nichts. Das stimmt allerdings. So, weiter geht's. Jetzt sind wir im Feuerland angekommen, wie mir scheint. Ja, jetzt wird's ein bisschen feurig, das stimmt. Aber meine Lieben, hier kommt erst noch der Hinweis. Wenn euch Minecraft Dungeons gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Denn sonst verpasse sonst spannende, lustige und lehrreiche Abenteuer. Sonst. Schau mal, ich sammle wieder Seelen. Ja, die brauchen wir für dein komisches Feuer, was du da hast. Verseuchte Läufer, ja. Oha, Creeper. Ja, und der eine hat mir richtig schön was abgezogen. Ich muss mich hier ständig heilen. Ja, aber das ist echt praktisch, dein Heilkreis. Oh nein, was ist passiert? So schnell sind wir, glaube ich, noch nie K.O. gewesen. Nein, und das gleich am Anfang. Mal gucken, ob wir stark genug sein werden, die Maschinen bzw. die Gegner zu besiegen. Ja, das wird echt eine heikle Angelegenheit. Vor allem sind wir noch nicht mal in der Schmiede. Wir sind immer noch draußen. Es liegt immer noch Schnee. Das Feuer lässt sich bisher nur erahnen. Boah, guck mal, der dringt hier sogar ein. Ja, aber gut, der Kreis schützt uns ja nicht. Der heilt uns nur. Ja, die können auch in den Kreis laufen. Ja, schon, aber das Schild eigentlich. So, ich habe hier mal ein bisschen was eingesammelt. Boah, sind hier viele. Boah, aber das hört gar nicht mehr auf. Ja, bestimmt lauert irgendwo wieder so ein Zauberer oder so ein Magier. Boah, ja, du hast uns auf jeden Fall jetzt gut unterstützt. Das verseuchte Leuchten. Leider habe ich jetzt gar keine Seelen mehr. Ja, das stimmt. Ich habe ein bisschen mehr, obwohl ich die gar nicht brauche. Ich sammle die trotzdem. Ja, kannst du mir mal wieder hier abgeben? Wow, ein Licht und eine andere Welt. Ja, sorry, ich bin schon mal vorgelaufen. Suche den Schmiedekern. Oder die Schmiedekerne. Oh, wer liegt denn da? Hä, ist es ein Golem? Es sah ein bisschen so aus. Ein Feuergolem, weg hier. Hast du etwa Angst? Ein bisschen. Ja, komm. Im letzten Mal haben wir auch den Feuergolem besiegt. Ja, das stimmt. Da waren wir auch stärker. Aber was geht hier schon wieder ab mit Keine den Ahnung. Gegnern? Die müssen wir gut aufpassen. Also, hast du gesehen, mein besorgtes Leuchtfeuer hat man gar nichts gebracht gerade eben. Nee. Weiß ich gar nicht, weil es auf meinen Charakter wieder konzentriert, weil da so viele sind. Ah, erstmal dein Heilungskreis. Vorsicht, weg mit dir, du komischer Skelett-Heini. Und der eine auch. Oh, ein Apfel. Ja, toll. Den hast du jetzt gegessen. Ja, ich bin hungrig. Guck mal, ich habe kaum Lebensenergie gehabt. Guck mal, wie viele Pfeile der in sich trägt und trotzdem weiterläuft. So ein Riesenpfeil. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, mit jeder neuen Folge halten die Gegner mehr aus. Das kann sein, die werden wirklich stärker. Wir müssen aufpassen. Ja, aber wir werden ja auch stärker. Mhm. Wir kriegen immer bessere und stärkere Waffen. Ja. Was ist eigentlich dieses, das, was da in dem Kreis liegt? Oh, das, was jetzt verpufft ist. Ja, das ist meine kleine Statue, die diesen Schutzkreis eben erstmal erstellt. Echt? Ja. Das ist mir in der letzten Folge gar nicht aufgefallen. What? Ja. Kannst du mal auf mich warten? Ich habe hier noch mit so ein paar Pfeil... Oh, ja, lass den in Ruhe, komm. Ja, erstmal den noch. Die halten extrem viel aus irgendwie in der Schmiede. Ich brauch 30 Pfeile, um einen Gegner zu besiegen. Ja, du musst vor allem... Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, wir müssen aufpassen, weil wir nicht so viele Pfeile haben. Aber wir haben fast gleich viele. Ja, ich gehe mich mal kurz am Kamin wärmen. Komm jetzt! Keine Zeit zum Wärmen. Hier in der Mine, hier in der Schmiede ist es warm genug. Aber weißt du, ja, aber trotzdem wachsen hier Eiszapfen. Nimm du. Vorräte, okay.
Okay. So, so, nimm du. Ja, warte halt auf mich. Erstmal die Pfeile, dann das Brot. Wow, Redstone-Golem kommt. Warte mal kurz. Oh, und das als Zwischenboss, der war in der letzten Folge der Endboss. Vor allem, der legt einfach so Minen. Ja, mach den Platz. Der hat schon in der letzten Folge Minen gelegt. Boah, ich bin draufgetreten. Hast du es gesehen? Ja, ja, schieß ihn einfach ab. Guck mal, das ist unsere Chance. Er kann gerade nichts tun. Du selbst auf ihn ein. Boah, wurdest aber von der Spinne gefesselt. Ich auch. Guck mal, der macht aber nichts. Ich hab voll Energie. Ja, weil der paralysiert ist von unseren Waffen. Boah, guck mal, da liegt Fleisch. Okay, da war jetzt nicht wirklich schwer. Nö, also da waren die 30 Pfeile aushalten, irgendwie stärker. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber was sind das eigentlich für vergiftete Spinnen, die hier rumlaufen? Verzaubert, glaube ich. Da steht auch immer oben verzauberte Spinnen. Ja, ich denke immer, das sind vergiftete Spinnen. Verzauberte Höhlenspinne oder sowas stand da. Oh, guck mal, drei, die mich fressen wollen. Ja, ja, und da unten ist irgend so ein Heini, der wieder diese Statuen erstellt. Die Spinnen verfolgen mich. Warte, ich helfe dir. Ja, helf mir mal bitte. Warum sind die verzaubert? Da ist doch kein Zauberer. Keine Ahnung, aber die lassen einen nicht in Frieden. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, hier lauert ein Zauberer, weil irgendwo tauchen diese Steinblöcke hier auf. Guck. Ja, ja, genau, genau, habe ich ja gemeint. Und da drüben sind Leute mit einer Armbrust. Boah, ich bin gefallen. Oh, komm mal und helf mir. Ich komme. Bitte schieß nicht auf mich. Schutzkreis. Oh, das und ist Schutzmauer. Schutzmauer, richtig. So. Oh, Achtung, da explodiert es gleich. Weg da. Bisschen Schaden genommen. Ich heb hier mal auf den Zauberer ein. Okay. Oder beziehungsweise du und ich auf den, der das bezaubert wird. Ja, siehst du, das sind doch Zauberer. Siehst du die mit den Büchern? Und vor allem viele. Ich komme mir vor wie in Harry Potter. Oh nee, rette mich. Bitte. Ja, ich komme. Ich komme. Weiter so. Dankeschön. Oh. Okay, ich bin wieder bereit. Ich habe das aus der Ferne gemacht. Ich habe eine Ferndiagnose gestellt. Ich habe es gesehen. Erstmal in deinen Schutz. Wow, ich bin durch Lava gelaufen. Wow, ich stehe in Lava. Und ich bin gefallen. Nee, Jetzt musst du mich retten. Boah, aber da ist wieder so ein Explosionsding. Ja. Oh, weg. Boah, ich hab ein Problem. Oh, Mauer, ich komme nicht weg hier. Ich steck fest. Du steckst hinter den Zau, aber wenigstens in der Mauer. Der schützt Mauer. Mich sogar. Ja. Okay, bring dich mal in Sicherheit. Ich gehe in den Kampf für uns. Boah. Komm zu mir. Ich geh doch nicht in den Kampf. Ich hab einen Schutzkreis. Ja, Heilkreis. Heilungskreis. Hui. Also. Erstmal verschnaufen. Wir brauchen einen Schlachtplan. Was machen wir? Feuer voraus in den Kampf. Okay. Dann bin ich auf jeden Fall bereit. Ich habe auch meinen Superpilz. Ah ja, stimmt. Mit dem kann ich dann schneller kloppen. Ja, ich habe jetzt auch gleich wieder meinen Zaubertrank. Warte, ich glaube. Die denken sich alle, was machen die da? Warum laufen die nicht? Aber ja, wir haben auf unsere Zaubertränke gewartet. Genau. Wow. Taktischer Rückzug. Guck mal, wie viel verzauberte Strahlen hier. Ja, Strahlen. Wegen den verzauberten Männle. Ja. Die müssen wir besiegen. Boah, ich habe mit zwei Zauberern zu tun. Wow, hier explodiert's. Ja. Da ist noch einer von diesen Heinis. Achtung, da explodiert's gleich nochmal. Komm mal in den Kreis. Guck mal, dem macht eine Explosion gar nichts aus, dem Heini. Boah, aber mir. Hilf mir. Okay, ich komme. Bevor die alle kommen. Oh, die schießen, ich habe keinen Schutz. Ich habe nur den Lebenskreis. Erstmal in Sicherheit bringen. So. Okay, ich habe ein riesiges Problem, sehe ich. Ja, und ich habe leider keine Seelen und kann mein Leuchtfeuer kaum einsetzen. Toll, ich brauche nochmal deine Unterstützung. Ich komme. Oh, Achtung, geh lieber weg. Guck mal. Nein. Achtung, volle Kanne. Du bist wichtiger. Oh, danke. Ich würde mein Leben für dich geben. Mein Herzblatt. So. Kannst du mal aufstehen? Wie lange brauchst komm, du ich jetzt? Oh, Achtung, jetzt musst du wieder in den Schutzkreis. Mach mal ein. So, okay, mach. Das war ein bisschen zu spät. Leider, tut mir leid. So, alles jetzt. Gut, dankeschön. Einmal heilen und so. Jetzt müssen wir die Zauberer platt machen. Ja, so, weg. Holst du dir den Trank oder hol ich mir den? Wie du magst. Okay, hol nimm ich den. Dir. So. Den Unsichtbarkeitstrank. Ja, ja, so kann ich die hier heimlich besiegen. Aber irgendwie wird die Fläche schon mal aufgeräumter hier. Bisschen. Vor allem werden es auch weniger Zauberer mit der Zeit. Nein, meine Güte, ey. Und wir müssen nach rechts oben, sehe ich gerade. Oh ja, stimmt. Oh, da warten ja noch ein paar. Ja, das wird gar nicht. Gesagt? Oh, ich bin wieder volle Kanne irgendwo reingelaufen. Aber wo bist du? Wo da unten du? In der Schutzmauer. Oh nein. Schaffen wir das überhaupt noch? Oh Mann, vor allem, wir sind doch nicht mal beim Endboss und haben für den Endboss nur noch ein Leben. Ja, wir können noch einmal K.O. gehen, danach nie wieder. Oh Mann.
So, vor allem, ich weiß gar nicht, ob wir, müssen wir die alle besiegen oder können wir einfach fliegen? Wir laufen einfach weiter. Aber irgendwie wird es nicht besser. Nee, das sind noch mehr Zauberer. Das wird richtig schwer, das Spiel. Ja, boah. Oh, guck mal, wie viele da kommen. Ich komme zu dir, Hilfe. Oh, ich brauche gleich meinen Pfeile, Superpilz. Pfeile. Guck mal, wie ich da reinhauen muss. Guck mal, überall ist lilane, silberne, wollte ich schon sagen, lilane Strahlen. Oh nein, 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 nein. Wie soll man das schaffen? Ich weiß nicht, wir müssen diese Zauberer besiegen. Wo sind eigentlich unsere Tiere? Kannst du mir einen Hund vorschicken? Ja, da, nee, ich habe einen Huhn, meinst du? Stimmt. Dein Polarfuchs ist bei dir. Ja. Wo mein Huhn ist, keine Ahnung. Irgendwo verloren. Da, da ist dein stimmt. Huhn. Okay, ja. Gut, wir haben es, glaube ich, geschafft. Einer läuft uns noch hinterher, so, geschafft. Egal. Hui. Ich brauche auf jeden Fall mal ein paar Seelen, merke ich so. Mein Leuchtfeuer auftanken. Wenn ich könnte, würde ich dir meine geben, aber das geht leider aber nicht. Aber eigentlich so eine ganz coole Festung, ohne diese Heinis, die immer auf einen zielen würden, ey. Ja, ja, Achtung, Achtung. Diese, ja, warte, oh nein, nicht schon wieder. Boah, ich... Gut gemacht, danke, danke. Oh, jetzt bin ich gefallen. Nein, ich rette dich. Wie wir uns einfach abwechseln. Wir dürfen nur nicht nur zusammen K.O. gehen, ne? Ja, sonst verlieren wir einen Lebenspunkt, sozusagen. So, ja. Puh. Oh. Macht sie blatt. Tju, 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 tju. Tju, 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 tju. Guck mal, wie viele da unten sind. Die arbeiten alle in der Schmiede. Zwei gegen einen. Nee, zwei gegen viele in unserem Fall. Zwei gegen 3000. Ja, das stimmt. Guck mal, das hört gar nicht mehr auf. Sie sind alle versammelt. Die machen eine Volksversammlung, glaube ich. Vor allem die Heinis, die diese Statuen und immer diese, bringen. Ja, das sind das Mauern. Der steht da rechts unten. Ja. Das ist der mit dem, wie nennt man dieses Band? Was? Auf Hawaii kriegst du so eine Hula-Kette. Eine Hula-Kette. Ja, da hat so eine Hula-Kette. Das stimmt, rechts unten. Boah, ey. Hast du keine Lust mehr oder warum stehst du? Nee, Achtung, ich muss du wartest auf deinen Zaubertrank. Genau, ich brauche auf jeden Fall einen Energiekreis. So, für uns, ja, guck mal. Ja, danke schön. Du bist zwar schon voll, aber was soll's. Egal, doppelt voll. Richtig. Von oben kann man ein paar abschießen. Ja, aber ich glaube, das hilft nichts. Wir müssen runter ins Getimmel. Okay, Augen zu und durch. Oh, zeigt euch. Oh, 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 vor uns, vor uns. Oh, oh. Da müssen wir durch. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Oh, guck mal mein Herz an und mein Energielevel. Oh nein. Heilig. Wenn du kannst. Aber ja, kannst wenn ich kann. Ich kann doch nicht. Ich bin in Lava getreten. Kein Problem, ich heil dich. So. So. Hey, das ist echt nicht einfach heute. Nee. Also, wir hatten schon einfachere Welten, aber es wäre ja auch langweilig, wenn es immer einfach wäre, war. Ja, das stimmt. Oh, nein, nein, ich stecke wieder fest. Oh, das war eine Falle. Das war eine Falle, ja. Ich behandle hier mal den, der bestrahlt wird vom Zauberer. Das waren gerade heiße Füße gerade. Mitten durchs Feuer gelaufen. Das Guck mal, wie viele das sind. Wie bist du da oben durch? Das ist eine gute Frage. Irgendwie, ich bin im Mauergefängnis hier. Das ist eine richtige, das ist eine Zauberermauer, so gefühlt. Mhm. Guck mal, egal wo du hinguckst, überall Gegner. Überall lila. Hey, zum Glück hast du das Leuchtfeuer und ich kann mein Schutzschild. Gar nicht so einsetzen, ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Erstmal wieder Rückzug. Das ist ungefähr so, wir besiegen 3 Gegner und dann Rückzug. Ja, ist echt 3 so. 3 Gegner besiegen, Rückzug und zwischendurch fallen wir immer einmal. Oh nein! Okay, ich habe auf jeden Fall wieder alles aufgefüllt, vor allem meinen Superpilz. Ich nicht. Der ist wichtig, damit ich noch stärker angreife. Oh, das ist ganz schön anstrengend heute. Vor allem, ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Ich schieße viel zu viele Pfeile weg. Ich habe nur noch knapp unter 60. Oh, 50. Ich habe 153, das geht noch. So, aber ein paar Vorräte wären tatsächlich mal nicht schlecht. Ja, wir brauchen neue Vorräte. Glaubst du? Was war das jetzt? Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wieder eine Statue hinter nein, dir. Ich kann hier nicht. Oh, ich stecke hier fest. Ich bin gerade noch rausgehüpft. Ich komme mal in den Kreis mit rein. Ja, ja, komm gerne, ich gehe mit rein. Und verteile ein paar Pfeile. Pfeile umsonst. Wer will Pfeile? Guck mal, ich habe gar keine Pfeile mehr. Das ist ein Zaubertrank. Ich habe alle verbraten. Oh, der ist explodiert. Das hat mir nichts ausgemacht. Ich muss jetzt ohne Pfeile hier durch. In den Nahkampf. Oh Mann. Ja, aber vielleicht finden wir ja irgendwo eine Truhe, wo es Pfeile für dich gibt. Das wäre nicht schlecht. Jetzt gibt's aber erstmal Ärger. Ich habe meinen Superpilz eingesetzt. Und den Zaubertrank getrunken. Ich will auch einen. Blub, blub. Und du den. Oh, ich stecke wieder fest. Oh, das ist so unfair. Ich komme hier nicht raus. Hilfe. Aber die passiert auch nicht. Achso, doch. Da war die explodierende Statue. So, jetzt. So, paar Pfeile. Oh, Mann, das nervt. Dieser Hula-Mann. Der Hula-Mann. Ich muss ihn gleich mal platt machen, dann wird er auch damit. Glaubst du, der Hula-Mann ist schuld? Ja, ja, doch, der erstellt immer diese Dinger. Guck, der da oben. Hier, zack, weg ist er. Oh, endlich.
Vielleicht gibt es jetzt weniger explodierende Säulen. Glaubst du? Oh, kurz mal ein verseuchtes Leuchtfeuer gestreut, aber es hat gefühlt nichts gebracht, weil ich keine Seelen habe. Oh, so, jetzt hier nochmal heilen und nebenbei die wegkloppen, die Kollegen. Du bist einfach aus deinem eigenen Kreis rausgelaufen. Aber mir hat er geholfen, vielen Dank. Oh, ja, aber es gibt nur Rubine, glaube ich. Hm, verdammt, ich dachte, da gibt es eine Truhe, die Pfeile hat für uns. Rubine sind auch sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Ja, aber die bringen uns jetzt aktuell nichts. Da können wir uns erst nachher bei den Superhändlern was kaufen. Ja, das stimmt. Wir konzentrieren uns jetzt. Ich konzentriere mich schon die ganze Zeit. Nee, ich meine nicht auf die Rubine, sondern auf die Gegner. So. Ja, schon. So, weg. So, ich bin unsichtbar. Ja, ist doch egal, ob du unsichtbar bist. Ja, aber so sehen mich die Gegner nicht. Ja, schon. Hier. Boah, wie viele da wieder sind. Boah, unmöglich. Gerade noch ausgewichen. Ne? Nur nicht aufgeben. Oh, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg noch? Gefühlt sind wir auf dem, Achtung, Holzweg. So, ich bin auf jeden Fall schon wieder im Mauergefängnis. Ja, ich mach die Hula-Menschen platt. Das sind drei Stück gewesen. Einer ist noch links oben. Danke für deinen Kreis übrigens. Oh, ich wollte gerade sagen. Aber dein Kreis hat mich gerettet. Da ist nochmal eine Truhe. Aber ja, ich auch nicht. Du musst die Gegner platt machen. Ey, die sind echt nervig, wer diese Mauer erstellt. Da oben der Hula-Mann. So, wer sieht's? Aber da geht's nicht weiter. Toll. Die sind hier definitiv falsch. Ja, aber ich sehe auch unser gelbes Sechseck nicht aktuell. Ich auch nicht. Oh, und schon wieder kommen irgendwelche Säulen aus dem Boden. Ah, guck mal, doch, ich sehe es. Es ist unten. Unten? Hm? Warte, ich muss erst zu dir kommen. Da ist Pfeile. Wo? Da an der Seite. Jetzt nicht mehr im Bild. Egal. Egal, nicht so wichtig. Komm. Ja, ich komme hier schon. So. Warte, hier ist noch Gegner. Ich bin völlig verloren. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ja, irgendwo nach unten, glaube ich. Nach unten? Oh, ja, haben wir uns verlaufen hier. Ja, irgendwie schon. Wahrscheinlich hätten wir nicht mal alle besiegen brauchen. Glaubst du? Aber guck mal, da sind wieder diese Hula-Heinis. Ja, und alles explodiert hier schon wieder. Die haben Angst, wenn man so macht. Ja. Die machen dann zurück. Sind das Indianer? Nee, aber Hula-Menschen machen auch so. Habe ich jetzt einfach so gesagt. Okay. Guck mal. So, da ist das Dreieck. Ich mache gleich wieder einen Überraschungsangriff, okay? Okay. Wenn Gegner kommen. Achso. Warte, das ist jetzt nur einer. Das sind ein paar jetzt. So. Ah, die zwei, drei Hansel. Boah. Boah, nicht schon wieder so ein Mauertyp. Das ist echt nervig. Oh Mann. Da verliert man ja fast die Lust. Nein, boah, das nicht, aber. Doch. Es ist einfach richtig schwer. Überlaste die Kerne. Was? Stand da, überlaste die Kerne. Acht Kerne überlaste sollen wir überlasten. Kerne. Okay. Was auch immer. Guck mal, da ist das ein Toilettenschild. Ein Toilettenschild? Nee, eigentlich ein Schmiedeschild. Achso. Mach mal die Vorräte auf. Da ja, hast ja, du warte doch, guck Pfeile. Mal, da sind so viele Leute. So, eins, zwei, lecker, so, schmecker. Ich kümmere mich um die Zombies und Leute. Guck mal, jetzt haben wir super viele Sechsecke. Da müssen wir hin. Ja. Oh, komm die! Okay, Achtung! Wir ziehen die. Hast du es gesehen? Ja. Aber das ist wie wenn ich meinen Staubsauger einsetze. Hat den gleichen Effekt. Aber, oh, werf das mal da runter! Ja, warte, jetzt hier bitte! Achtung! Bäm! Oh, echt jetzt? Ja, wow! Hey, und der bearbeitet mich sogar weiter. Ja, was für ein Fieso. So. Danke. Nochmal so ein Heini. So. Aber das TNT hat wenigstens geholfen. Oh, Schweini! Warte, oh, ich bin Schweini, stehen geblieben! Du setzt deine Pfeile einfach mal für das Schwein ein. Naja, irgendwie muss sich das Schwein aufhalten. Das stimmt. So, so. Wo sind jetzt eigentlich unsere Kerne? Oh. Ja, die sind da verteilt. Guck mal, hier ist einer. So. Was passiert da jetzt? Achtung. Wow, das hat mich volle Kanne erwischt. Ja. Weil der Kern überlastet war. Ja, dann explodiert er wahrscheinlich. Aber das war Nummer eins. Wie viel gibt's? Acht und sieben brauchen wir noch. Oh, Pfeile, nimm du. Okay, nehme ich. So, warte. Wo gibt's die? Wo hast du die den gefunden? Den Kern? Mhm. Ja, das steht dann da. Also du musst im Symbol hinterherlaufen und dann siehst du, dass du da interagieren kannst. Ja, aber dann müssen wir runter auf jeden Fall. Mhm, ja, hier ist nichts. Ja. Leider, hier ist hoch nichts. Und dann wieder. Nein, ja, okay, hier du links. Bist richtig, ja, ich weiß. Ich hatte eine kurze Links-Rechts-Schwäche gehabt. Okay, guck mal, siehst du da? Ja, da. Und jetzt Achtung, jetzt schießt das Ding irgendwie.
Oh, oh, dich jetzt volle Kanne erwischt. Mich jetzt volle Kanne erwischt, das stimmt. Und hier ist noch einer. Wow. Wow. Ah, Golem. Tschüss. Tschüss. Erstmal verstecken. Weiß ich nicht. Look doch mal ums Eck. Ich glaube, wir müssen den besiegen. Okay, bereit? Boah, ja. Los geht's. Boah. Super Pilz. Oha, wie du einfach auf den einfliegst. Das erste sind die Minen. Ich wollte sagen, was kommt jetzt hier aus dem Boden? Ich bearbeite ihn mit Pfeilen. Aus sicherer Entfernung. Geschafft. Wir haben ein Schattengebräu bekommen. Ja, guck mal, stand da. Ja, guck. Glug, glug. Ich bin unsichtbar. Ja, das so, ist komm her. So, wo gibt's... Oh, hier ist noch ein Kern. Achtung. Hinterkong. Man muss eigentlich so im Eck stehen. Guck, dann passiert nichts. Ich habe ihn auch im Eck gestanden. Ah. So. Da ist noch einer. Wo ist er, einer? Warte, hier. Ah. Vorsicht. Ding. Boah. Das war aber echt knapp gerade bei das dir. Das war, ja, ich hab die Wärme schon am Hemd gespürt. Okay. Die explosive Wärme. So, so hier noch ein Kern. Hier ist noch mal einer. Boah, wir haben fünf auf Vorsicht, jeden Fall. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, gerade noch in Deckung gewesen. Du hast aber eine schöne Ecke da. Ey, aber der schießt mich ab. So, geh hier weg. Schieß zurück. Ja, da hat gerade beide. So. Wow. Aber Mann, immer diese Wand. Diese Zauberer, ey. So, ein bisschen die Leuchtfeuer für richtig. Euch. So. Hier sind noch mehr von diesen Heinis. Oh, aber ich habe fast wieder kaum Seelen. Das ist leider irgendwie dieses Level ist es schwieriger mit den Seelen, habe ich so das Gefühl. Weil die Gegner nicht so schnell fallen. Ja, nicht nur das. Ich glaube, die Seelen kriegst du nur von verzauberten Gegnern, oder? Echt? Ich dachte, also von Magiern. Von jedem Gegner. Na, guck mal, wie viele Seelen hier dauernd rumfliegen. Schweine! Ich habe Schweine gefunden. Sag mir mal ein bisschen was ein. Ich so, komm. Da ist noch was für dich. Ja, wenn ich hänge aber. Warte. Nimm die Rüstung mit. Was war das für eine Rüstung? Verstärkte Kettenrüstung. Kettenrüstung. Okay, ich habe ein Kettenhemd bekommen. Wow. Yeah. So. Wo müssen wir denn irgendwo links? Haben wir noch zwei, genau. Weg da. Zwei Kerne haben wir noch vor uns. Aber wo sind diese zwei Kerne? Zwei Kerne und gefühlt noch 30.000 Gegner. Ja, egal. Wir schaffen das auch. Ja. Egal, wie viele Gegner da noch hinten, auf uns zukommen. Weg da. Komm jetzt mit, wir müssen da nach links. Da war aber einer, der hat mich genervt. Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Kommen Sie rein, kommen Sie ran, können Sie rausschauen. Ah, links da und rechts, glaube ich. Oben wahrscheinlich. Guck mal, da geht's nämlich nach... Oder, wobei? Nee, nein. Da waren wir schon, oder? Hä? Ich bin verwirrt. Ich gucke ums Eck, warte. Oh, erstmal muss ich nee, komm, wir gehen runter. Okay, okay. Runter und dann gehen wir nach links. Also wir halten uns links. Ey, Staubsauger. So, du bist mein großer Bruder. Du hast das Sagen, wie immer. Okay, komm, kleine Schwester. Wow, was ist das hier? Bin abgestürzt. Ist das ein Kern? Nee. Aber das spawnt, glaube ich, ein Gegner raus. Echt? Ja, oder? Da kamen jetzt Gegner aus dem Ding raus. Da war erstmal Fleisch. Guck, wie viele Gegner da plötzlich auftauchen. Ja. So aus dem Nichts. Das ist fies, wir tauchen auch nicht aus dem Nichts auf. Für manche Gegner vielleicht schon. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber sind wir wieder falsch? Guck mal, ich habe genug Schattenenergie, oder wie diese Dinge heißen. Seelen. Ja, das bringt nur leider nichts. Du könntest mir die mal irgendwie schenken, aber das lässt das Spiel, glaube ich, nicht zu. Ich könnte aber mitten im Spiel theoretisch meine Rüstung wechseln, oder meine Waffe. Theoretisch? Ja, aber, das stimmt. Ja. So. Achtung, boom. Das hat ihn gar nicht ausgemacht. So, aber der ist ganz schön... Der hat gelitten unter meinen Pfeilen. Der hat gelitten und war sehr gerissen. Ja. Kann man so sagen. So, wir müssen irgendwo da runter, ja. Hallo, wo ist denn hier? Das ist immer falsch. Da runter auf jeden Fall, geradeaus. Wow, hier da oben, oder? Komm. Oh, da ist der Reaktor, ich habe ihn gesehen. Der Kern. Der Reaktor. Du hast ihn gesehen. Da unten links. So, weg da. Okay. Hier, guck mal. Hier. Ah. Achtung, in Deckung. Ich bin in Deckung. Kaboom. So. Das letzte muss da unten sein. Warte, ich habe hier noch ein paar. Komm jetzt mal schnell. Die mich ärgern. Was ist das hier? Ein Ofen. Da ist der. Achtung, wir haben jetzt alles geschafft. Und jetzt die nächste Aufgabe, entkomme aus der Schmiede. Jetzt müssen wir raus hier. Ja, wahrscheinlich waren das auch die ganzen Maschinen, die böse Sachen produzieren. Boah, da ist oben eine Kiste. Und ein Goldweg. Wow, Piratensäbel. Piratensäbel und ein Entersäbel. Ich habe zuerst Entensäbel gelesen. Okay, für die Enten. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Okay.
Konzentration. Ja. Quack, quack, quack. Hey, Enti. Das war keine Ente. Das war Enti. Nee. Okay. Guck mal, aber wie ein... Du hast den Gegner platt gemacht und dann lag da plötzlich ein Skelett. Ja, echt? Ja. Nee, es war doch ein Skelettgegner, oder? Ja. So. Was gibt's hier Schönes? Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sind echt in einem Labyrinth. Ich habe voll die Übersicht verloren. Total Banane, wo wir hier unterwegs sind. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, da geht's aber tief nach unten. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Und nicht auf dem Holzweg. Hier links, hier links. Ja, ich komme. So, Vorsicht. Wow, das ist ja, da brauchst du ja noch Balance. Wo sind wir denn? Ich habe auch keine. Oh, das sieht doch fast nach einem Der-Rest-Zone-Golem. Nee, schon wieder. Nach einem Endgegner aus, wollte ich sagen. Ja, aber das ist wieder so ein Zwischenboss. Ja. Bist du bereit? Ja. Ich brauche meinen Pilz, ich bin noch nicht bereit. Ich brauche noch mein Amulett, warte. Oh, aber der ist bereit, der kommt uns hinterher. Der will Ärger. Boom. Kriegt er seinen Ärger. Willst du Ärger, kriegst du Ärger mit uns. Guck mal, das Witzige ist, der kann sich nie wehren, wenn wir den so beballern. Ja, aber... So, bisschen Leuchtfeuer in dein Popo. Sollst du deine Pfeile besser sparen. Du stehst einen Meter vor ihm und guck mal, du schießt mit Pfeilen. Ja. Ja, hast recht. Aber da gab es auf jeden Fall einen Hammer für mich. Aber wir haben es geschafft. Der hatte keine Chance. Aber wir müssen immer noch dran denken, dass wir eigentlich nur noch zweimal fallen dürfen. Und dann ist das Spiel vorbei. Wir müssen also gut aufpassen. Wir waren noch nicht beim Endboss, falls das es einen stimmt. Gibt. Es gibt bestimmt einen, oder? Weiß ich nicht. Gab es nicht immer bisher einen? Nee, manchmal gab es auch keinen. Ja? Ja. Das ich glaube, im Sable. Dschungel gab es keinen. Das stimmt. Aber da, ja. Oder? Da war am Ende so ein Tempel mit so einem Rätsel und dann haben wir es gelöst und konnten wir raus. Ja, okay. Das war aber auch mal ganz nett, kein Endboss zu haben. Oh, das sind schon wieder so, so Statuen, die explodieren. Ja, wegen dem Hulamann. Wo ist der Hulamann? Mach den Hulamann platt, der läuft hier kreuz. Ich muss erst warten, bis die Mauer, die uns trennte, wieder versunken ist im Boden. Warte, kurz heim. Wer war das? Zeig dich, der unten liefer. Ja? Ja. Leuchtfeuer für alle. Erstmal die Zauberer-Plattmann. Toll, ich habe wieder nur eine Mauer vor der Nase. Warte, ich muss jetzt die Supporter besiegen. Boah, das ist explodiert, aber hat mir zum Glück nichts ausgemacht. So, okay, ich bin wieder voll. Bis auf meinen Trank habe ich wieder alles. Ich habe gerade kein Leuchtfeuer, aber das schaffe ich auch so. Oh, oder auch nicht mit diesen ständigen Mauern, die einem vor die Nase gestellt und gebaut werden. Boah, hier ist auch schon wieder nur lila. Okay, lass uns Folgendes angehen. Wir werden zuerst immer die Zauberer besiegen und die Leute, die diese Wand herstellen. Die diese Wand herstellen? Cool. Ja, diese Wandbauer. Ja, ich weiß noch nicht, wer die Wand baut und wer die... Soll ich dir sagen, wer die Wand baut? Die Maurer. Ja, vielleicht ist der vom Beruf Maurer und er baut die Wand da mit Ziegelsteinen erst auf. Erstmal heilen. So. Boah, was ist hier schon los? Wieder so ein verzauberter Ein. Oh, aber ein bisschen Leuchtfeuer und dann passt es schon. Was ist hier los? Guck mal, wie viele. Schon wieder. Also ich finde, wir brauchen keinen Endgegner. Wir haben genug mit so kleinen Gegnern heute zu tun. Ja, und die nerven extrem. Ja, und schon wieder sind hier so Mauern am Start, die das Kämpfen erschweren. Boah, ey, links, rechts, wo zurück? Keine Ahnung, von alle Richtungen kommt ein Angriff. Und super viele Lava-Stellen. Oh, ich stand in der Lava. Ja, ich auch. Ich brenne sogar. Wow, Winter. Oh, der Hula-Hoop-Mann wird da verbessert. Verzaubert, erhöht. So, weg da. Was ist denn bei dir los? Ich habe einen Rappel gehabt. Warum helfen unsere Tiere uns eigentlich nicht? Die laufen uns immer schön hinterher, ganz treue Seelen, aber irgendwie... dein Huhn könnte doch mal jemand ins Gesicht fliegen zum Beispiel. Ja, aber guck mal, ist mein Haustier. Mein Haustier soll nicht kämpfen. Mein Haustier soll mich begleiten. Der steht einfach hinter mir. Wer? Ah, nee, das bist du. Ich? Ich hab dich für einen Gegner gehalten im ersten Moment. Oh Mann. Ja, ich habe deine Umrandung nicht gesehen. Nicht schlimm. Komm, lass uns schnell weiter. Ja, ich bin schon auf dem Vormarsch. So, jetzt nach unten. Oh. Oh. Lauf ich richtig? Ja, ich lauf richtig. Du musst durch die Lava, wenn du zu mir bist. Oder auch nicht. Warte. So, weg da, du komme. Komm, warte auf mich. Ganz korrekt außenrum gelaufen. Ja, hallo, glaubst du, ich will heiße Füße haben oder was? Ja, hoffentlich nicht. Ich schwitze schon bei den ganzen Kämpfen.
Oh wow, hier ist auf jeden Fall schon wieder die Mauer, sind die Mauern am Start und irgendwelche explodierenden Säulen. Die nerven extrem, diese Heinis. Mach die platt! Also irgendwie, finde ich, hatten wir schon schönere Welten, in denen wir gekämpft haben. Ja, und die waren nicht so zugemüllt mit diesen Gegnern. Ja, auf jeden Fall. Die muss ja ständig aufräumen. Ja, und die haben sich auch andere Taktiken einfallen lassen. Hier gibt es nur Mauern und explodierende Säulen. Ja, das stimmt. Wow, was geht hier ab? Ah, weg da, immer weg da. Immer mehr Gegner. So. Warte mal, guck mal, da schneit's. Wo schneit? Das heißt, wir sind bald, bald draußen. Ja, stimmt. Oh, gleich kommt der Weihnachtsmann. Wir sind auf dem richtigen Weg, heißt es. Glaubst du, der Weihnachtsmann kommt in die Schmiede? Nein. Und sagt Hallo. Nein, der kommt nicht zu bösen Menschen. Stimmt. So, ein bisschen Vorräte. Warte, ich muss auch noch machen. Ja, so. Gut, hier. Brot, njom, njom. Njom, 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 njom. So. Wo ist unser Zeichen? Oh! Da geht's nochmal weiter. Egal, Schutsche! Yeah! Irgendwie kommt her! Ist das ganz schön anstrengend heute. Vor allem, was sind das für Spinnen? Sind das sogenannte Eisspinnen, weil die so türkis sind? Die sehen ja schon etwas eisig aus. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber die sind eher grün. Für mich sind es eher so Giftspinnen. Nein, doch nicht hier in der Schmiede. Doch! Boah, wir bräuchten Feuerspinnen. Das wäre mal cool. Das stimmt, ja. Ja. Feuerspinnen, die brennende Spinnennetze spucken können. Oha. Oh, was ist das hier? Jetzt, das ist der Schauplatz des Endkampfes. Gibt's so sieht Endboss. Es für mich aus. So sieht es für mich aus. Wow! Der Redstone-Ungetüm! Der ist größer und dicker als ein Golem. Guck mal, ich schieß Pfeile noch und... Oh, guck mal, und rollende Feuerwürfel! Ja, und die rollen uns hinterher. Hilfe! Oh, ich habe kaum Energie. Was ist das für ein komischer Klotz? Wir brauchen Energie, Hilfe! Wie sieht denn der aus? Hilfe, das verfolgt mich. Ja, ich renne auch momentan auch nur weg. Ich überlege meine Taktik. Ja, eigentlich will ich zu dir, weil eigentlich brauche ich mal ein Kreuz. Du stehst da im Wasser, im Feuer, in der Lava. Ja, ich bin gefallen. Wo ich auch gleich. Komm mal zu mir. Warte, warte, warte. Ich muss kurz meinen Boost nutzen, meinen Pilz. Hey, was? Hör auf, an mir rumzubeißen. Autsch. Ich bin gestolpert. So. Wie auf einer Banane. Hilfe! Oh nein! Nein! Oh nein! Boah, seid ihr unfair im Spiel? Das ist mega unfair. Vor allem, man kann sich letzte befreien. Letzte Chance. Jetzt alles jetzt oder nichts. Zählt's. Wow, wo werden wir hingekatapultiert? Müssen wir so weit wieder zu ihm laufen? Nee, oder? Nee, oder? Ah, nee, guck mal hier. So. Hä, aber das Tor war vorher noch offen. Hey, macht mal auf, sonst können wir nicht weiterkämpfen. Ist das ein Spielefehler vielleicht? Aber guck mal, man könnte jetzt hier runter außen rum. Ja, siehst du, wie ich meine? Guck mal. Ding, ding, okay, ding. Wir machen das so. Du gehst kämpfen, ich schieß von weitem Pfeile. Ich habe 524. Das stimmt, ich schieß auch erstmal Pfeile. Guck mal, der kommt. Bisschen Leuchtfeuer. Warum schießt meiner so komisch? Schieß jetzt da, genau. Ich schieß von weitem. Du schaffst das, ich feuer dich an. Ich komm erstmal kurz zurück. Ja, guck mal, genau, das ist die richtige Pfeile, Taktik. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Warte, ich schieß auf diese komischen... Guck mal, so kommt... Nein! Der hat mich da reingeschmissen in das Kampffeld. Nein! Okay, jetzt. Mein Schild und... Oh! Alles oder nicht? Oh! Doch, im Nahkampf. Oh, mich hat er runtergeschmissen. Mach ihn platt, schnell. Ich dann versuch, nicht mehr viel Energie. Jetzt. Rambazamba. Oh, von hinten ist Stein. Warte, ich habe noch einmal Energie. Letztes Mal. Mehr habe ich nicht. Alles oder nicht? Schnell. Warte, ich habe kaum Energie. Ich auch. Nein! Ich auch! Du musst uns jetzt. Jetzt liegt alles an dir! Mach ihn platt! Weg! Die letzten Pfeile, die ich habe! Und er legt irgendwas auf, sein Angriff! Oh. Aber du bist wieder da! Wir sind beide wieder hier! Ja, weil wir abgestürzt sind, glaube ich. Oh. Ich bin gefallen. Was passiert? Warte, ich streichel dich ein bisschen so. Ich hatte keine Energie mehr. Aber jetzt von oben mit Pfeilen, dann haben wir gewonnen. Energie. Ja, wir gewinnen. Wir gewinnen. Oh. Ja. Ich bin wieder abgestürzt. Warte. Jetzt von oben mit Pfeilen. Dubidubidu. Irgendwie treffe ich jetzt gar nicht. Ja, ich mehr. Auch nicht. Los? Guck mal, der denkt sich, okay, ich gehe wieder. Tschüss. Keine Lust mehr. Hey, stehen geblieben, du Schummler. Oh, jetzt kommt er. Wer hat mich Schummler genannt? So, ey, diese Pfeile verfolgen einen. Soll ich da reingehen? Ja, geh rein. Oh. Mit Schutzschild. Ja, du hast es geschafft. Oh, das war jetzt spannend. Das war richtig spannend. Guck mal, er ist einfach zu Ruß geworden. Ja. Run. War zu lange in der Lava. Das war vor allem sau anstrengend. Mhm.
gar nicht mal so einfach. Wo gehst du hin? Da gibt's auch eine Waffe. Ah! Ein Tänzerschwert. Ja. Für echte Tänzer. Boah, guck mal, hier kullern noch ein paar. Ah, ja, weg damit. Ey, mit dem Schrott. War's das noch nicht? Weil da hinten kullern ganz schön viele noch. Ja, weiß nicht. Vielleicht sind das die Überreste des Golems. Die Überreste des Golems. Wo ist der Ausgang? Da oben. Der Golem vielleicht. Hat sich in so Würfel verwandelt, als er besiegt war. Ein paar Meter haben wir anscheinend noch. Entkomme aus der Schmiede. Nutze den Bergwerksaufzug. Das haben wir jetzt richtig schön hier sind immer noch Gegner. Und zu guter Letzt noch mal eine Mauer für uns. Und wir dürfen nicht vergessen, kein einziges Mal dürfen wir jetzt verlieren. Du, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Oh. Ist da der Ausgang? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall erschwert der Weg. Oh, ich, stehe in Flammen. Ja, da ist der Ausgang. Wir haben den Ausgang gefunden. Okay, doch noch nicht ganz. Ich dachte auch. Wir haben erstmal brennendes Feuer. Da ist der Aufzug. Der Aufzug. Die Feuerschmiede ist zerstört. Und die Kriegsmaschinen der Illager sind Geschichte. Yeah, wir haben es geschafft. Wir sind der Feuerschmiede entkommen. Und es gibt Geschenke. Wuhu. Das ist das Beste nach jedem geschafften Mission. Und, schon wieder. Und ich habe schon wieder ein Eisenhaut-Amulett. Ja, ich habe wieder dieses Regenerationstotem. Naja, was soll's. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil der Katzen-Community. Na dann, bleibt wie immer katztastisch!